Herzlich willkommen im Jahr 2020. Von dieser Stelle noch einmal allen Zuschauern und vor allen Dingen den Schwarzheidern und Schwarzheiderinnen ein gesundes neues Jahr. Ich denke, dafür ist es noch nicht zu spät an dieser Stelle. Und ich freue mich hier bei herrlichstem Sonnenschein und Frost auf das Jahr zu schauen. Viele Herausforderungen liegen vor uns in der Gestaltung unserer Stadt. Ein sehr erfreuliches und dennoch sehr großes Projekt ist die Gestaltung und der weitere Ausbau unserer größten Kita. Da haben wir durch zusätzliche Hortkapazitäten Hortkinder aufzunehmen und kommen über eine Gebäudegröße und Kapazitätsnutzung von 200 Kindern. Und deshalb ist jetzt das Bauamt aufgefordert, bei ständigem Kita-Betrieb, Aufrechterhaltung, diesen 1,4 Millionen Euro für zusätzliche Fluchtwege, Treppen, behindertengerechten Nutzungsmöglichkeiten zu investieren. Wir wollen in diesem Zuge gleichsam die Haustechnik erneuern, also was Lüftung, Heizung und den Brandschutz angeht. Eine Herausforderung auf jeden Fall für die betroffenen Erzieher. Ich denke, für die Kinder nicht und auch für das Bauamt, da liegen die Anstrengungen drin. Ein Projekt. 1,4 Millionen teilt sich in Fördermittel und Eigeneinteile? Ja, also da bedanke ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bei meiner Landesregierung, die in der Not, denn wir hatten das nicht geplant, diese Situation erkannt hat und uns unterstützt hat. Herzlichen Dank an Ministerin Schneider, die sich hier verwandt hat, damit wir überhaupt im laufenden Kita-Betrieb der Forderung gerecht werden können. Und das wird gefördert, ja, auf jeden Fall. Ein weiteres Projekt entsteht am Seecampus. Ein weiteres Projekt entsteht am Seecampus, hinterm Seecampus. Seit vielen, vielen Jahren streiten ja viele Engagierte für die Umfeldgestaltung, für die Ausgestaltung unseres Schulkomplexes am Südsee. Und dies Jahr kann man einige Bautätigkeit beobachten. Auf der einen Seite durch die LMBV als Bergbausanierer. Der Campushafen entsteht in einer Bucht vor der Schule. Da wird man einiges beobachten können auf dem See. Und unmittelbar zwischen See, also auf der Uferseite, der Südseite, hinter der Cafeteria, haben wir ein Umweltprojekt, wo eine ökologische Nische geschaffen werden soll, die auch schulischen Nutzungszwecken dienen kann. Und da freue ich mich, da war diese Woche Baustart, ein Steingarten mit seltenen Gräsern für gerade dieses trockene Klima, die Situation, so wie wir sie hier in der Heidelandschaft in Brandenburg haben. Und da bin ich gespannt, was da in diesem Jahr entstehen wird. Sind schon viele Investitionen? Wird noch mehr gebaut, noch mehr investiert? Tja, ich berichte von einigen Baustellen, die wir in Schwarzheide-Mitte haben, immer wieder im Gespräch sind. Von großem Interesse natürlich das Heidecenter. Dort tut sich einiges. Es ist angekündigt von den Investoren oder den Eigentümern. Rattisbona heißen die und haben ihren Sitz in Regensburg, dass dieses Gebäude, welches eine L-Form hat, an einem Ende jetzt rückgebaut wird, um Platz und Raum zu schaffen für einen neuen, modernen, größeren Gebäudeteil. Da wird dann sowohl der Aldi sich vergrößern und modern werden, lichtdurchflutet, altersgerecht, breite Gänge etc. Und auch das Fitnessstudio wird dann wieder in diesen Gebäudekomplex zurückkommen nach Fertigstellung und dort sogar verbesserte Möglichkeiten bekommen, vielleicht eine größere Grundfläche. Ich habe gehört von einer Dachterrasse, sodass unsere Sportler, die dort sich trimmen und gesund halten, denke ich dann nach einer Geduldsphase der Bauzeit verbesserte Bedingungen bekommen. Man sieht auch schon im Gebiet nahe der Outlets, dass eine Bodenplatte jetzt im Winter entstanden ist. Auch da freuen wir uns auf das nächste kleine Gebäude mit unterschiedlichen kleinen Segmenten als neuen Marktteilnehmern. Also es geht voran und auch die weitere wirtschaftliche Entwicklung des Landes Brandenburgs wird sich in Schwarzheide zeigen. Eine Nachfrage noch zwischen Outlet und Heidecenter. Ist da noch ein bisschen Platz? Was kommt da an? Ja, also dieses weitläufige Gebiet, was sich jetzt geöffnet hat, steht im Eigentum der BASF Schwarzheide GmbH. Und da bin ich gespannt auf die entsprechenden Presseerklärungen.
Und man sieht jetzt auf jeden Fall ein Gebiet, welches seit über 12 Jahren schon als Industriegebiet deklariert ist. Also es ist nicht so, wie vielleicht jetzt durch die beginnende Bautätigkeit wahrgenommen wird, dass da ein Industriegebiet entsteht. Das existiert seit langer, langer Zeit. Es findet jetzt vielleicht eine neue Nutzung. Ich bin gespannt.